Hallo meine Lieben, heute machen wir ein Pastrami und zwar aus selber gemachten ausgewaschenen Seitan. Ja, und das Ganze geht in ein paar Schritte. Der erste Schritt habe ich da ein Kilo Mehl. Ich habe einfach ein ganz normales All-Purpose Flour, also so ein Allzweckmehl genommen und das wird jetzt mit Wasser zum Teig verknetet. Ich habe da 400 ml Wasser und ein bisschen Lebensmittelfarbe habe ich auch noch. So. Die Lebensmittelfarbe ist im Originalrezept enthalten. Ich glaube sehr wenig. Ich glaube, Schatzi, du kannst mir nur einmal so eins bringen. Ihr könnt es aber auch mit geriebenen, getrockneten Rote-Bete-Pulver oder mit so violetten Urkarotten probieren und einfärben. Für den Teig braucht man dabei noch nicht mehr als wir das Wasser und das Mehl. Und eben die Farbe gibst, musst du gerne reingeben. Danke. Und die ist eigentlich, also die Lebensmittelfarbe ist nur dazu da, dass die Pastrami dann immer ein bisschen identischer noch Fleisch ausschaut. Ich glaube, dass ich noch ein bisschen Wasser auch brauche. Das Mehl ist sehr saugi-saugi. Ja, holst du mir da bitte noch einen Schatzi? Ja, das wird jetzt eben erst einmal der Teig, den wir nachher dann auswaschen. Es muss einfach ein paar der Klumpen werden. Schatzi? Ganz ein bisschen einladen. Bisschen. Was? So, stopp. Ich glaube, jetzt gehen wir dann eher aus dem Kopf raus da. So. Es ist ja, wer mich kennt, meine Lieblingsaufgabe, Teig kneten. Nicht? Ich finde eigentlich nichts schlimmer, als wir so Teigbomben auf die Finger bitten haben. Das finde ich echt widerlich. Wo manche sagen, sie dann total gern Teig kneten und das ist so beruhigend und so schön. Ah, nicht raus eigentlich nur. Du die Weine tun? Nein, jetzt warten wir dabei. Jetzt bin ich eh schon dreckert. Ich glaube, du musst nur Wasser holen. Und wenn dann das Mehl auch so komisch ist, dass es so viel Wasser braucht. In der Anleitung haben sie es nur mit 350 Wasser gemacht. Aber naja, ich glaube, nein, Schatz, ich glaube, jetzt passt es. So. Aber ich brauche nur mein Lebensmittel fort, bitte. In der Anleitung haben sie immer ganz ein knalliges Rot genommen. Wir haben aber nur ein Orange oder leichtes Gelb, was das ist. Wasserrot? Ja, freilich. Habe ich dir ja gesagt. Na. Haben wir leicht eher rote? Ja. Ah. Und ich flog mich da mit dem Eiergelb hast. So.
jetzt habe ich fast ein wenig gezwängt. Kann man noch eins offen machen oder kann es nicht offen? Tun wir da schon eins her. Eine Mehl bitte. Da ein bisschen her schreiben bitte. So, passt, dass ich Lebensmittelfarben einarbeiten kann. Genau. Das Rot, das weiß von Anfang an gewesen. Aber es wurscht, da halten wir es halt jetzt ein. Da muss ich euch jetzt da Schatzi weiterarbeiten lassen, weil mich kauft. Ich glaube, du holst dir noch einmal so eine Lebensmittelfarbe, noch einmal so ein Buch. Da, nimm das Schüssel und dann machst du da bitte das fertig. Na, für mich ist echt kaum was widerlicher, als wir so Teig vermanschern. Und dann mit der roten Farbe noch dazu. Macht's Grusel, Grusel. Aber wie gesagt, ich bin da wirklich komisch. So. Da darfst du weiter tun, das zum glatten Teig. Und ich gehe mir jetzt endlich meine Hände waschen. Mhm. Aber es lässt zu uns nicht abwaschen, aber wir sind sauber. Ja, wer ist fast durchgehend schierig, oh ja, das passt schon. Du gehst da dann noch so ein bisschen aufsammeln und dann der verrassen. Ja? Ja, genau. Ist so glatt dabei jetzt? Fast. Ein bisschen Schleifung muss ich noch. So, voilà. Und so kommt jetzt rein. Wir haben zugedeckt. Und darf jetzt eine Stunde rasten. In einer Stunde tun wir dann weiter mit der Auswaschmethode. Ciao, hallo meine Lieben, jetzt bin ich wieder da. Unser Möhrpop hat jetzt eine Stunde gerastet. Den werden wir da jetzt rausfangen aus der Schüssel. So schaut er aus. Und jetzt geht's los zum Auswaschen. Dafür habe ich mir schon mal zwei Schüsseln hergekriegt mit reinem Wasser. Und da kommt er jetzt rein. Ein bisschen Wasser tue ich mir noch raus, glaube ich. So. Und da wird jetzt einfach so ausgewaschen. Und ganz wichtig, das Stärkewasser, was da jetzt heraus rauskommt, das solltet ihr euch aufhalten. Aus dem kann man nämlich total tolle so Reispancakes und sogar Reisnudeln herstellen. Ich muss mir das aber selber erst aneignen. Ich habe das erst ein, zweimal gemacht und da mit Hilfe von wem, der da schon ein Profi drin ist. Aber das werden wir auch demnächst einmal angehen. Weil ja schade ist, wenn du so ein tolles Grundprodukt hast und nutzt das nicht. Und eben das, was dann da zurückbleibt, das ist dann der reine Seitan. Den wir sonst mit dem Seitan fix erzeugen, mit dem Glutenpulver oder mit dem Vitalgluten, einfach weil wir können, weil es jetzt halt gibt. Früher hat es das ja nicht gegeben. Da haben wir den Seitan immer händisch auswaschen müssen. Oder auch in der makrobiotischen Küche tust du nur selber auswaschen. So.
So, Mäuschen, jetzt müssen wir da die Töpfe noch raus, oder von dem Wasser, weil jetzt kann man die Schüssel wechseln. So. Wie gesagt, das da mit der vielen Stärke, das heben wir auf. Genau. So. Man sieht sehr ein bisschen was von der Lebensmittelfarbe geht natürlich außer, aber eben bei der Auswaschmethode kann man sonst die Lebensmittelfarbe nachher nicht mehr rein. Dann müssen wir das gleich reinmachen. So. Das zum Beispiel stört mich jetzt gar nicht da, weil der Teig da nicht auf die Finger klebt. Das finde ich sogar ein bisschen witziger. Also das ist nicht unangenehm für mich. Habe ich noch eine Wasserschüssel? Das braucht du ganz gut. Na warte, die. Mehr brauche ich ja nicht. Oder? So. So. Holst du dann nur eine, oder? So, einen Durchgang machen wir dann, glaube ich, noch. Ihr sollt es eigentlich so lang waschen, bis das keine milchige Flüssigkeit mehr zurückbleibt. Das ist jetzt ganz warm. Ja, es ist jetzt absolut genug. Kommst du dann mit der Pfanne? Ja. Ja. Jetzt waschen wir da praktisch nur mal das außer, was noch in die Kuren drinnen war. Das Wasser, was vorher vom letzten Waschdurchgang. Ja, jetzt ist es perfekt. So, danke sehr. Kann man aber. Man kann da jetzt ein wenig her abziehen, aber. Dann werden wir jetzt dann würzen als nächster. Nehmen wir da ein Brett oder ein Teller. Und zum Würzen müssen wir jetzt ein bisschen auseinanderziehen. Und da werden jetzt die Gewürze eingearbeitet. Ich habe da einen getrockneten Oregano. Und ein bisschen an Thymian. Und nachdem das ein Pastrami wird, kann man die wieder ordentlich würzen. Das sind wir meine Salami kennt. Der hat auch gesehen, dass wir da richtig überwürzt haben. Sehen wir da wieder auseinander. Dann kommt zum Beispiel auch noch ein flüssiger Rauch rein. Dann mal stretchy, stretchy. Und einarbeiten. Das schaut jetzt ein bisschen nach Gemetzel aus, aber.
Dann habe ich da so ein Knoblauch-Zwiebelpulver-Gewürz. Wo ist denn jetzt mein Sieb und mein Geschirr? Schaut, sie verzeiht mir heute schon wieder alles. Danke sehr. Und dann kommt da noch ein bisschen Pfeffer. Das kann man auch noch einmal einarbeiten. Und dann kommt der Seitan jetzt nur für eine halbe Stunde. Lege ihn auf ein Sieberl, dann kann ich ein bisschen abtropfen und durchmarinieren. So. So bleibt er jetzt nur eine halbe Stunde stehen und dann gehen wir weiter. So, meine Lieben. Dabei. Jetzt kommt der Seitan in die Pfanne. Dazu gebe ich ein bisschen Öl in die Pfanne. Ein bisschen was hat noch abtropfen können jetzt. Und der wird jetzt von beiden Seiten ordentlich angebraten. Und dann kommt er in die Suppe und wird in der Suppe nur einmal gut eine halbe Stunde gekocht. Ich habe da jetzt meine Wurzelgemüsesuppe von gestern noch. Und da gebe ich dann nachher nur ein bisschen eine Gemüsesuppe rein. Und den Seitan gießen wir dann noch auf. Also der soll richtig dunkel sein außen. Hat ja die Pastrami auch außen eher so fast schwarze Hülle. Jetzt ein bisschen lernen, wenn es leicht ist. Ich lasse jetzt dann nur für 5 Minuten anbraten und dann bin ich wieder bei. So, der Kumpel ist jetzt von beiden Seiten angebraten. Dann nehme ich einen Rotwein. Und gieße damit so einen guten Viertel Liter Rotwein auf. Dann kommt noch eine dicke süße Sojasauce drüber. Und eine helle Sojasauce. Man kann noch ein bisschen Hefeflocken dazu tun. Und auch noch einmal ein bisschen flüssigen Rauch. Und in meiner Suppe von gestern ist eben die Wurzelgemüsesuppe. Da ist eben auch viel Essig drinnen. Das ist wichtig, wenn es eine normale Rindsuppe, normale Gemüsesuppe, nehmt Rindsuppe automatisch.
dann müsst ihr einen guten Schuss, also wirklich ordentlich Essig noch rein tun. Aus. Und dann heben wir den da um. Das gießen wir dann drauf, gießt das Stück rein. Und dann tun wir noch ein bisschen Gemüsesuppe drauf. So, das schön bedeckt ist. Und dann schalten wir wieder ein. Und das jetzt wird jetzt für eine gute halbe Stunde bis eine Stunde köchelt jetzt so dahin. Und dann bin ich wieder bei euch. So, unser Pastrami hat jetzt nur eine gute Stunde geköchelt. Und jetzt fangen wir es aus da. Der Sud hat sich schön eingekocht. Dadurch ist auch der Geschmack schön eingegangen. Also da, die Suppe auf keinen Fall weg tun. Mit der könnt ihr noch eine super Soße machen. Wollen wir in der Mitte ausschneiden, oder? So. Jetzt schauen wir. Ta-ta-ta-ta. Jawohl. Wunderbar. Also wirklich wie ein Rostbeef oder Pastrami. Von der Farbe her, von der Textur her. Wunderschön. Wir lassen die jetzt auskühlen und dann machen wir uns morgen ein wunderbares Pastrami-Sandwich. So schaut es aus. Ganz unkompliziert ist es nicht, das Nachmachen. Also unkompliziert schon, aber es dauert halt eine Zeit. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass es sich lohnt. Ich wünsche euch wieder viel Spaß beim Nachmachen, gutes Gelingen und sage Baba, viel Glück.